Boah, Leute, Hausaufgaben, 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 das nervt, ey. Und Timmy, hey, da komm ist jetzt Niki. Raus. Niki, komm rein, ich mach grad meine Mathe-Hausaufgaben, das ist voll anstrengend, Niki. Mit einem Chickenburger in der Hand, ja, oder wie? Ja, willst du einen? Den habe ich mir vorher vom Burger King geholt, der war richtig lecker. Nein, ich möchte zu McDonald's, hast du vielleicht Bock mit zu mir zu kommen? Du willst zu McDonald's? Okay. Leute, was mögt ihr eigentlich lieber? Das muss ein für alle Mal beantwortet werden. Mögt ihr lieber McDonald's oder mögt ihr Burger King mehr? Wenn ihr Burger King lieber mögt, dann müsst ihr auf jeden Fall Burger King in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr McDonald's mögt, dann müsst ihr mich abonnieren. Komm jetzt, ich hab Bärenhunger. Oh, na schön, aber du hilfst mir später bei den Hausaufgaben, okay? Natürlich, und da soll so ein voller Liebe Grimace sein. Lass uns die mal besuchen. Liebe Grimace? Du weißt schon, dass es Grimace nicht gibt. Es gibt nur diese komischen Lautsprechermenschen. Es gibt die Kameramenschen, die TV-Menschen und Skibidi. Nein, da ist Grimace nämlich. Nein, der hat Ronald abgelöst, doch. Was? Leute, glaubt ihr, Niki? Ich weiß nicht. Komm, lass uns mal hingehen. Das hört sich voll nach einem Prank an. Ich sag dir ehrlich, Niki, du willst mich nur wieder hochnehmen, nur weil du älter bist. Nein, glaub mir. Ja, ja, ich glaub dir mal. Okay, da vorne ist schon der McDonald's, Leute. Seht ihr das goldene M? Das goldene M steht nämlich für McDonald's. Wusstet ihr das? Okay. Hä? Warum ist denn hier Absperrband und so? Ich dachte, der McDonald's hat offen. Ich glaube, die bauen einen Außenbereich. Oh. Hä? Aber hast du das gesehen? Hi. Grimace, ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Ich habe dich nie angetroffen. Du siehst ja voll cool aus. Ich bin ab heute euer neuer bester Freund. Juhu, kommt rein. Er ist ein bisschen aufgedreht. Ja, der sieht richtig gruselig aus. Na, hereinspaziert. Schönen guten Tag. Ich hätte gern... Grimace ist wieder weg. Das ist nicht witzig. Ich kann dich die ganze Zeit sehen. Ja. Ja. Ich habe immer Grimace voll böse in Erinnerung gehabt. Anscheinend ist der lieb. Naja, wie auch immer. Wenn du so lieb bist... Hä? Was war das? Tut mir leid, das war nix. Hey, was hast du das gesehen? Der dreht durch. Ich liege auf dem Tisch. Der legt sich da einfach hin. Grimace, ich will bestellen. Ich finde den witzig. Ja, ich finde den nicht witzig. Der macht das extra nur, um unser Vertrauen zu gewinnen. Pass auf, ich will ein Big Mac und eine Pommes haben, okay? Okay, dann möchte ich zwei Big Macs haben. Spaß. Mann, das ist doch nicht lachen-Challenge, Mann. Leute. Hä? Okay, und hast du vielleicht auch einen Milchshake? Ich hab sogar die goldenen neuen Pommes für dich. Oh, wie cool. Oh, die will ich auch probieren. Oh, wie cool. Willst du die auch haben, Niki? Ja, bitte. Oh, die will ich unbedingt noch probieren. Na schön, ich geb dir meine. Hier sind die goldenen Pommes. Okay, wow. Krieg ich meinen Milchshake? Bitte, bitte, bitte. Wenn du mir eine Frage beantwortest. Ja, und die wäre... Was ist lustiger als 23? Oh, ich kenne die Antwort. 24. Richtig. Nein, 22. Nein, Niki, 24. Und das ist wirklich nur ein Milchshake und nichts Schlimmes, ja? Nö, das ist nur ein Milchshake mit ganz viel Bubbles. Blub, 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 blub. Okay, ich danke dir, Grimace. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Timmy. Ja. Wiedersehen. Boah, Niki, ich habe eine richtig coole Idee. Hast du nicht gerade gehört, wie er so komisch gelacht hat, wo wir gegangen sind? Voll nett und ich will ja auf jeden Fall meine Geburtstagsfeier bald feiern. Weil Leute, ich habe nämlich in ein paar Tagen Geburtstag. Das heißt, wir müssen alle zusammen eine riesen Geburtstagsfeier machen. Und ihr seid alle eingeladen. Auch du, Niki. Weißt du was? Oh, super. Was hattest du denn? Der war doch gar nicht gruselig. Der war voll witzig, aber wo wir gegangen sind, hat er so komisch, so böse gelacht. Wirklich? Bist du dir sicher? Ich hab das anders in Erinnerung. Ich lausch da mal rein, Leute. Steht da einfach. Ich geh mal nach unten. Na, siehst du, er geht einfach nach unten. Hin? Er macht wahrscheinlich neue Burger Patties. Haha. Guck, der ist lieb. Hab ich doch gesagt, Niki. Weißt du was? Ich geh jetzt nach Hause. Warte mal. Ihr seid ja noch da. Grimace? Ja, ich bin Grimace. Aber du warst doch... Aber eigentlich nennt man mich Grimace. Du warst doch... Hä?
Nein! Hä? Warte mal, das, der war doch gerade eben noch lila. Ich hab das genau gesehen mit meinen eigenen Augen. Leute, wenn Grimms gerade eben noch lila war, müsst ihr auf jeden Fall ein Like da lassen, weil das geht doch gar nicht. Ich spinn doch nicht. Oder spinne ich etwa? Grimms? Ja, ich bin Grimms. Sag mal, seit wann bist du blau? Ich bin doch die ganze Zeit blau, das weißt du doch. Du hast doch gerade die goldene Pommes gekriegt. Ja, stimmt. Hast du noch die goldene Pommes, Niki? Nee, die habe ich aufgegessen. Ah, komisch. Naja, ich werde später wiederkommen, Grimms oder Grimms. Niki, komm mal mit, ich muss mit dir reden. Ja. Ich bin dunkel geworden. Irgendwas stimmt da nicht. Der war doch lila, also entweder ist das eine andere Person oder Grimms kann sich verwandeln. Eins von beiden. Vielleicht hat er den Grimms gegessen. Lass uns das mal heute Nacht genauer anschauen, okay? Ich würde sagen, wir treffen uns gleich wieder hier, okay? Und nimm auf jeden Fall deine Ausrüstung mit. Eine Spitzhacke und vielleicht auch ein Schwert, weil es könnte vielleicht Ärger geben. Ich bringe ein paar Sachen mit, auch für dich, Jimmy. Sehr gut, Niki. Leute, wir kriegen das gemeinsam hin und lüften das Geheimnis, wer der echte Grimms ist. Weil ich habe irgendwie die Vermutung, dass einer von den beiden der falsche Grimms ist. Mann, das dauert so lange. Wo bleibt denn Niki, ey? Und der kleine Hundi bewacht mit mir zusammen hier die Stellung. Du bist... Hä? Oh, wir müssen uns verstecken. Grimms, hä? Niki! Oh, da bist du ja. Ich hatte dich schon überall gesucht. Dieser komische Grimms-Skin im Blau, der hat da irgendwas vor. Der macht da irgendwas hin. Schau mal. Was hat der da? Was macht er denn da? Der macht das Stacheldraht. Wir müssen auf jeden Fall... Sehr gut, du hast alles dabei. Ich nehme das mal. So, dann lass uns mal hingehen und mit ihm reden. Komm mit, Niki. Ich frage mich, wer der echte Grimms ist. Hallo, Grimms. Wir wollen doch mal was bestellen. Doch, wir wollen was bestellen. 5 Diamanten haben dich sogar dabei. Du hast die Dias dabei, ja. Richtig, Niki? Ja. Die du mir letztens geliehen hast, oder wie? Ja, genau. Warum bist du so komisch, Grimms, hä? Wir sind Kunden. Wir wollen ein Milchshake haben. Und eine Pommes. Da. Du riechst gut. Ja, ich habe mein Lieblingsparfüm dran, Orangenduft. Und das ist mein Freund Niki und der will einen Milchshake haben. Hallo. Wie wär's mit einem orangenen Milchshake? Spaß. Wie du willst. Hä? Hast du das nicht verstanden? Nein, mit Orangen ist doch voll cool, oder nicht, Niki? Er will damit sagen, dass er dich in den Milchshake packen nächste Mal. Nein, das würde er nicht machen. Der ist doch voll lieb. Guck mal, wie cool der ist. Okay, dann gib ihm Niki. Niki, du musst unbedingt den Milchshake probieren. Ich glaube, das könnte richtig lecker sein. Riecht jetzt an mir. Hier, bitteschön, der ist für dich. Niki, extra nur für dich gemacht. Dein eigener Milchshake, trink ihn mal. Ich bin gespannt. Oh. Und wie schmeckt der? Von dem blauen Grimms. Und, was ist los? Hä? Der schmeckt gut, aber... warum lacht der so? Komisch. Was ist denn komisch, Niki? Hä? Also bis jetzt siehst du normal aus. Irgendwie ist mir ein bisschen schwindelig. Ist das normal? Nein. Guck jetzt. Das wird lustig. Hä? Ich soll gucken? Oh. Leute, da passiert doch gar nichts, oder etwa doch? Hä? Niki! Niki, was ist mit deinem Kopf passiert? Oh, Niki, du brauchst unbedingt einen Spiegel. Dein Kopf ist richtig klein geworden. Du siehst aus wie der stärkste Mensch der Welt. Oh nein, bei mir ist nicht so. Ich möchte nicht lachen. Das ist voll doof. Wieso? Was passiert denn mit dir? Bist du sicher, dass das dir nicht so gut ist? Grimms, was hast du mit ihm gemacht? Boah, jetzt hat er auf einmal einen Riesenkopf. Hä? Niki! Ich weiß nicht. Mit mir? Warte mal, der passt nicht in meinen Mixer. Mach dich wieder normal. Hä, was für ein Mixer? Warte mal, Niki, ich glaube, wir sollten hier rausgehen. Grimms, danke schön für den Milchshake. Und Niki, ich glaube, wir sollten einen Arzt aufsuchen. Dir geht's gar nicht gut. Oh, doch gerne rein. Ich zeig euch mal meinen Mixer und die Kinder. Und. Jetzt reicht's, ey. Der hat irgendwas da unten im Schilde. Und ich werde herausfinden, was. Niki, bleib stehen, du Dickschädel. Haha. Niki hat einen riesen Dickschädel und das sieht richtig lustig aus. Guck mal. Aber ich glaube, das war die letzte Verwandlung. Da sollte jetzt, glaube ich, nichts mehr passieren. Das sieht so witzig aus. Haha. Du hast einfach einen Riesenkopf. Du hast.
Niki, sag mal, du siehst aus wie Spitzkopf Larry aus SpongeBob. Hey, hör auf damit. Spitzkopf Larry. Niki, tut mir leid, dass ich lache, aber das sieht echt witzig aus. Vielleicht ist das einfach nur so ein lustiger Trank. Da wird schon nichts passieren, Niki. Morgen ist das alles wieder da. Du bist wieder normal, siehst du? Die Kopfschmerzen sind auch ein bisschen weg, muss ich sagen. Ja, aber siehst du, dir geht's wieder super. Wollen wir jetzt mal nach Hause gehen? Ist schon richtig spät geworden, Niki. Ja, können wir gerne machen. Niki, wieso warst du etwa im Training? Du hast ja richtig dicke Arme bekommen, hä? Das sieht ja voll lustig aus. Nein, das ist ja gar nicht witzig. Leute, Niki geht's gar nicht gut. Aber solange er noch lebendig ist, ist ja alles gut. Lach mich nicht aus, Jimmy, das ist nicht witzig. Ich glaube, du hast Leg Day auf jeden Fall nicht gemacht. Mhm. Oh, Niki, komm, lass es nach Hause gehen. Du bist richtig dünn. Komm, wir gehen nach Hause, Niki. Und wir müssen das Geheimnis auf jeden Fall noch lüften von diesem komischen Grimace. Ja, ich habe irgendwie eine allergische Reaktion, glaube ich. Kann das sein, dass da Gehirn da drin ist? Nein, kann nicht. Okay, komm, Niki, ich bring dich nach Hause. Nicht, dass du noch was zustößt oder so. Hä? Niki? Leute, vielleicht hätte ich Nikis Sorgen doch ernster nehmen sollen. Niki ist auf einmal verschwunden und es wird schon wieder hell. Wir haben die ganze Nacht durchgemacht. Nein, Niki ist weg. Nein, das hat irgendwas zu tun mit diesem blöden Grimace. Jetzt reicht's mir, Freunde. Ich muss ganz schnell zu McDonald's gehen und ich muss mir diesen Grimace schnappen. Das kann nicht sein, dass auf einmal der blaue Grimace auf einmal Niki zum Verschwinden bringt. Wo ist der lila Grimace? Einer von den beiden lügt doch. Da bist du ja, hey, Grimace. Was machst du denn hier? Wo ist dein Kollege, der lila Grimace, hä? Ich bin der einzige Grimace. Na, der einzige, das werden wir ja sehen. Ich werde jetzt nach unten gehen und ich werde da einen anderen Grimace finden. Hä, da wirst du niemanden finden. Bleib doch mal stehen. Na, werde ich nicht. Jetzt das Geheimnis lüften. Jetzt reicht. Hä? Das ist Einbruch. Das ist ja gar keine Küche, das ist ein Gefängnis. Das ist kein Gefängnis, das ist eine Abstellkammer. Siehst du nicht die beiden Worten? Ich verschwinde. Ich muss hier weg. Aua! Aua! Zieh dich! Ich hau hier ab! Warte, das kann nicht sein! Du bist der echte Grimace. Oder ist der echte Grimace? Mann, wer ist denn jetzt der echte Grimace von euch? Ihr seid beide so komisch. Und was habt ihr mit Niki gemacht? Los, sagt's mir. Also, ich bin Grimace. Na? Grimace, komm mal rein. Hä? Ich hab Niki verschleppt und verspeist. Er geht gleich in den Mixer rein. Machen wir aber nicht. Wir sind lieb, stimmt's? Was denn jetzt? Ja, wir sind sehr lieb, genau. Hä, ich klicke hier gar nichts mehr. Willst du nicht reinkommen? Nein, ich will nicht reinkommen. Ich will meinen Freund Niki wieder haben. Den habt ihr nämlich geklaut und... Und ihr seid beides böse. Ich werde auf eure komischen Tricks nicht reinfallen. Und meine Zuschauer auch nicht. Oh, dann müsst ihr vielleicht einen Shake. Und einen Milchshake? Oh, ihr seid... Trink ihn doch jetzt mal. Nein, ich will den nicht trinken, aber sagt mal... Oh, hier ist eine Switch hier drin. Eine Switch? Oh, meine... Hä? Nein! Das... Nein, ihr seid doch böse, das wusste ich doch. Oh, nein. Sagt mir sofort, wo Niki ist. Sag mir, wo Niki ist, du blöder blauer Grimace. Los! Ich kann dir sagen, wo dein Freund ist. In meinem Bauch. Das kann nicht sein. Warte mal, ich will lauschen, ob ich Niki hören kann. Vielleicht ist er ja doch nicht drin. Ne, Niki, wenn du mich hörst, ich bin hier im McDonald's drin. Da kommen nur Blähungen, du blöder Grimace. Ha, du hast hier alles zugemacht. Okay, warte, ich habe eine Idee. Und die wäre? Wenn du herausfindest, wer von uns beiden der richtige Grimace ist, dann sagen wir dir, wo Niki versteckt ist. Okay, das will ich eh schon die ganze Zeit rausfinden. Und ich sag dir ehrlich, das ist ganz einfach, weil der echte Grimace, ich werde euch Fragen stellen und der wird die beantworten, okay? Okay. Wer ist Ronald McDonald? Mein Vater. Chef.
Was? Chef oder Vater? Leute, was meint ihr? Ist Ronald McDonald der Vater oder der Chef von Grimace? Ich glaube, Ronald McDonald ist der Chef. Okay, yeah. Nächste Frage. Aber wer hat das denn jetzt von uns beiden gesagt? Naja, stimmt. Ich. Wer hat das? Ich hab gesagt, mein Chef. Ach so. Ich hab gesagt, mein Chef. Ah, ist egal, ich mach eine neue Frage, wenn ihr euch nicht einigen könnt. Und zwar die nächste Frage. Was ist im Milchshake drin? So, ihr habt 3 Sekunden, das zu beantworten. Milch. Milch und was noch? Eine Zutat für den Geschmack. Ja, ich glaube, das ist die richtige Antwort. Eine Zutat für den Geschmack. Ha, du hast den ersten Punkt und diesmal weiß ich, wer die richtige Antwort hat. Ja, siehst du, da guckst du dumm aus der Wäsche. Okay, die dritte Frage ist, was ist der größte Feind von Grimace? Ja, das ist eine schwierige Frage, die kriegt ihr niemals raus. Okay, der blaue Skin. Fanta. Fanta? Okay, und was ist deine Antwort, Lila Grimace? Burger King ist mein Feind. Boah, das muss es sein, Leute. Das muss doch die Wahrheit sein. Oh, du bist der echte Grimace. Und jetzt will ich meinen Freund Niki wieder haben. Niki wieder. Genau, du bist der Faker. Oh, bleib stehen. Hä? Nein, der hat eine Nerfgun. Oh, ich muss mich verstecken. Oh, bitte nicht. Oh mein Gott. Das ist ja ein riesen Grimace, Leute. Ich bin der echte Grimace. Du bist absolut nicht der echte. Ich werde dich fertig machen. Wir müssen ihn fertig machen. Nein. Aua. Er hat richtig was drauf, Leute. Verdammt. Hör auf damit. Ja, wir müssen draufgehen. So, komm schon. Oh, Grimace, wir haben es geschafft. Du bist aber der Beste. Ja. Aha, aber ich sollte jetzt am besten hier rausgehen, weil das ist... Oh, danke dir. Mach's gut, Grimace. Und ich muss auf jeden Fall jetzt meinen Freund Niki wiederholen. Hast du eine Idee, wo er sein könnte? Ich guck mal nach. Okay, schau du nach. Ich schau so lang bei der Polizei nach. Vielleicht wissen die irgendwas. Der repariert da hinten sein McDonald's wieder, Leute. Wir müssen ganz schnell Niki holen, Leute. Dem ging's gar nicht. Nicht gut, habt ihr seinen Riesenschädel gesehen? Oh Mann, und der ist jetzt irgendwo nirgendwo. Niki! Nein, ich hab das Rätsel gelöst. Niki, wo bist du? Komm schon, zeig dich, Niki. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Oh Leute, ich bin hier mitten in der Stadt. Aber ich kann Niki nicht sehen. Wenn ihr Niki irgendwo sehen könnt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde überall alles genau anschauen. Aber ich habe bis jetzt... Hä? Brexy, das wirst du mir nicht glauben. Da waren 2 Grimace-Skins und der eine hat Niki hier vergiftet. Und dann auf einmal war Grimace blau und groß und dann musste ich gegen die kämpfen. Ist alles in Ordnung mit dir? Du redest voll viel Quatsch. Ja, und Niki hat den Riesenschädel und dann wieder einen kleinen Schädel. Und ich weiß nicht, wo... Den hat er doch immer. Ich weiß aber nicht, wo Niki ist. Hilf mir, ihn zu finden. Los, schnell, das ist ein Notfall, Brexy. Und das ist kein Prank von dir? Nein, das ist kein Prank. Niki, wo bist du? Ich bin hier in der Stadt und ich vermisse dich. Niki, das kann doch nicht wahr sein. Hast du mal überlegt, dass er vielleicht... Hast du das gerade gehört? Das war voll die hohe Stimme. Was war das? Hallo Jungs. Hä? Ich war im Krankenhaus. Niki, dir geht's gut. Oh, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Wo warst du den ganzen Tag? Fuck, ich bin im Krankenhaus wach geworden. Was ist denn passiert, Jimmy? So ein Grimace hat dich angegriffen und so ein Milchshake. Aber ihr seid ja alle wieder normal. Und geht auf jeden Fall nicht zu McDonald's. Da ist ein lila Grimace und vielleicht ist der böse. Ich muss jetzt aber auch los, Leute. Tschüss. Hä? Ja. Ich hab das aber nur geträumt, dachte ich. Nee, hast du nicht. Morgen, Herr Lehrer. Guten Morgen, Kinder. Habt ihr eure Englischhausaufgaben dabei? Ja, ich hab sie. Sehr gut, Brexy. Ja, das war so. Meine Katze kam und hat Miau gemacht und hat die ganzen Sachen mitgenommen. Und jetzt habe ich aber Mathe und Deutsch dabei. Jimmy, das ist gar nicht gut. Du hast schon zum zweiten Mal die Englischhausaufgaben nicht gemacht. Das heißt, das gibt dir 6. Brexy. Und du kriegst extra Hausaufgaben heute. Was extra Hausaufgaben?
Hausaufgaben. Ich wollte doch heute mit Brixie zum Spieli gehen. Oh, oh Mann. Das wird heute nichts, Jimmy. Extra Hausaufgaben für dich. Ach, okay. Was machen wir denn heute im Unterricht, Herr Lehrer? Heute lernen wir Englisch. Ach, das ist doch voll nervig. Können wir nicht heute den Unterricht einfach skippen oder so, bitte? Nein. Was Skip ist das auf Englisch? Hör auf! Ich hatte da schon meine Begegnung mit denen. Mit denen macht man keinen Spaß, Braxy. Ja, oder ihr beide fliegt von meinem Unterricht. Das heißt Tree, genau. Nein, das heißt Wood. Das stimmt, Braxy. Schon wieder eine 6, Jimmy. Aber du bist echt schlecht. Braxy, du darfst hier bleiben, weil du gut mitmachst. Und Jimmy, du kriegst extra Hausaufgaben und gehst jetzt nach Hause. Oh, Leute, das ist voll unfair. Ich werde einfach nach Hause geschickt und muss lernen, während Braxy gleich Schulende hat und nach Hause gehen kann oder zum Spieli. Und außerdem habe ich das doch richtig gesagt, wenn ihr der Meinung wart, dass das ein Tree war, so ein Baum, dann lasst gern ein Like da. Und wenn ihr der Meinung seid, dass das Wood war, Holz, dann abonniert gerne. Aber ach, muss ich jetzt wirklich nach Hause gehen, Herr Lehrer? Hier, Buch und Stift, alle Seiten, bis morgen. Oh. Und bis dahin hast du Hausarrest. Abmarsch. Na schön. Tschüss. So darf er denn gehen? Ich will auch gehen. Braxy, du bist der Einzelschüler, du bleibst hier. Boah, so ein Glücklicher. Dafür muss ich bestimmt wieder in den Ferien zur Schule gehen. Ich habe gar keine Lust. Na schön, dann lernen wir eben kurz und dann gehen wir eben morgen zur Schule und haben morgen dann frei. Yippie! Dieser Schulweg ist immer so lang, Mann. Da mache ich hier mal zu. Aber ich werde jetzt bestimmt keine Hausaufgaben machen. Ich werde mich jetzt erstmal schlafen legen, Leute. Soll doch dieser Lehrer mir eine 6 geben? Ist mir egal. Ich will mich schlafen legen. Ich bin richtig müde, Leute. Gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen. Ein neuer Tag, neues Glück. Und jetzt muss ich erstmal ganz schnell zur Schule. Die Hausaufgaben habe ich zum Glück schon gestern gemacht. Das heißt, wir können Was ist denn jetzt los? Bauarbeiter. Hey. Ich habe gar nichts bestellt. Ich habe sie gar nicht geholt. Wer sind sie überhaupt? Wovon redest du? Komm jetzt arbeiten. Wieso? Was redest du mit arbeiten? Ich muss zur Schule. Lass mich in Ruhe. Schule? Ich glaube, du spinnst. Du musst jetzt arbeiten. Du bist doch jetzt ein Mitarbeiter auf der Baustelle. Was? Mitarbeiter? Ich bin 5 Jahre alt oder 6, wie auch immer. Ich muss zur Schule. Außerdem wird man mit 6 eingeschult. 18. 18? Nein, das hätte ich gewusst, dann wäre ich nämlich schon ein Rennfahrer. Ich will auf jeden Fall Rennfahrer sein, wenn ich groß bin. Wieso bin ich denn jetzt so groß, Leute? Wow, ich bin genauso groß wie der Bauarbeiter. Hä? Das ist ja voll cool. Wie ist mein Name? Jimmy. Leute, woher kennt der Bauarbeiter meinen Namen? Den kennen doch eigentlich nur meine Freunde. Braxy, Hannah, Odi, Schleimi und Halloumi. Das ist ein Prank von denen. Wartet mal, wir gehen erstmal zur Schule. Weißt du was, komischer Bauarbeiter? Wenn du willst, kannst du mich zur Schule begleiten. Ich werde dir beweisen, dass ich noch zur Schule gehe. Auch wenn ich groß bin. Vielleicht hat mich jemand einfach gestreckt oder so. Das ist bestimmt irgend so ein Prank. Das kann sein. Ja, was ist denn? Das macht doch gar keinen Sinn. Wir haben das Jahr 2053. 2003. Nein, das kann nicht sein. Du lügst. Dann hätte ich richtig viele Geburtstage verpasst. Und ich liebe meine Geburtstage, weil da so viele Geschenke immer da sind. Nein. Ich gehe jetzt zur Schule. Ich war gestern noch hier und habe Ärger bekommen, weil ich meine Englischhausaufgaben nicht hatte. Hier war ich. So, hier muss ein Lehrer sein. Ich weiß das. Da ist der Lehrer. Hallo Lehrer, ich bin ein bisschen größer geworden, aber ich habe diesmal die Englisch-Hausaufgaben dabei, ehrlich. Jimmy, was machst du denn hier? Ich muss doch, sie hatten gesagt, ich soll nach Hause gehen, lernen und wiederkommen. Das habe ich gemacht. Du hattest doch schon vor 20 Jahren deinen Schulabschluss. Du bist doch ein Bauarbeiter. Was machst du in der Schule? Was Leute, die sagen, ich bin ein Bauarbeiter und ich gehe gar nicht mehr zur Schule. Ich meine, irgendwie ist das cool, weil die Schule hat mir keinen Spaß gemacht. Aber sie war echt wichtig, weil die hat mir viel beigebracht. Heißt das, ich muss nicht mehr zur Schule gehen?
Das stimmt, Jimmy. Wow. Ich verstehe auch gar nicht, warum du hier bist. Ich auch nicht. Wissen Sie was? Schönen Tag Ihnen noch und genießen Sie Ihre Pension. Tschüss. Danke. Das gibt es sechs. Wir sehen uns. Oh, Leute. Nie wieder Schule. Yippie. Dann gehen wir eben jetzt arbeiten. Das ist bestimmt eh viel besser als die Schule. Okay, Mr. komischer Bauarbeiter. Ich folge Ihnen. Wo müssen wir eigentlich hingehen? Komm mit. Ich kann dir das zeigen, aber wir sind wieder spät dran. Das gibt ein bisschen Lohnabzug von dir, ja? Nö, ist doch egal. Ich hab doch eh ein Haus. Wozu brauche ich denn einen Lohn? Ich krieg doch mein Geld immer von Lumi. Ja, okay, kriegen wir hin. Dann bringen sie mich dahin. Ich bin echt gespannt, wo die Baustelle ist. Hast du gerade Lumi gesagt? Ja, Lumi, mein großer Bruder. Warum? Was ist mit ihm? Also, ich muss dich da leider enttäuschen. Was ist denn? Lumi ist... Was denn? Lumi ist, Hey, was denn? Der ist... Weißt du das denn nicht? Nein, Lumi ist der beste Bruder, den man haben kann. Und der wohnt genau gegenüber von mir. Hier, da, genau hier. Das ist Lumis Haus. Oh Mann. Was ist mein denn? Mein Kleiner, es tut mir wirklich leid, aber Lumi ist nicht mehr unter uns. Nein, du, hör auf, so einen Blödsinn zu reden. Lumi, wo bist du? Komm Deswegen raus. Deswegen bin ich ja hier. Wir müssen sein Haus abreißen. Was? Nein, das kannst du nicht machen. Ich kann... Nein, das will ich nicht machen. Ich will das nicht machen. Ich werde nicht meinen großen Bruder das Haus abreißen. Das macht man nicht. Das ist nicht cool. Das hat aber die Stadt beauftragt. Und das machen wir jetzt. Komm. Nein, Leute. Ich kann doch nicht wirklich von meinem großen Bruder das Haus abreißen. Auch wenn es angeblich mein Job ist. Mit Lumi immer so viel Spaß gehabt und jetzt soll ich sein Haus abreißen? Nein, das ist nicht gut. Und außerdem, was würde Brexy davon halten? Sie haben ja die ganzen Möbel schon rausgetragen. Oh. Genau, und du machst den Rest. Ich mache jetzt ein bisschen Pause. Was? Na gut, wenn es sein muss. Lumi wird mich bestimmt fertig machen, wenn ich wieder sein Haus kaputt macht. Das ist bestimmt irgend so ein Prank von ihm. Und dann bin ich am Ende wieder der Ärger verursacht hat. Och nein, das ist gar nicht gut. So, ich bin jetzt sogar auf Lumis Dach hochgegangen. Hier oben war ich noch nie, nicht mal, wo ich klein war. Und jetzt soll ich hier alles abbauen. Na schön, dann fangen wir bei dem Holz hier an. Und dann müssen wir schön auf das Blaue hier gehen. Und Au! Mein Fuß tut weh. Au! Ich kann da nicht mehr drauf stehen. Au! Ich glaube, ich habe mir meinen Fuß gebrochen. Au! Das tut mir leid, das war nicht mit Absicht. Komm, ich bringe dich ins Krankenhaus. Aua! Na schön, okay, bring ich bitte ins Krankenhaus. Ich bin ja zum Glück versichert, glaube ich. Au! Oh, das tut so weh. Hast du denn keine Augen im Kopf, Mann? Wieso? Ich sollte doch das Dach abbauen, so wie abgesprochen. Ja, aber du musst doch dich an die Sicherheitsregeln halten. Das hat mir kein Mensch beigebracht, ganz im Ernst. Und jetzt bring mich einfach ins Krankenhaus, das tut so weh. Doch, du hast das beigebracht bekommen vor einer Woche. Hast du es schon vergessen? Natürlich habe ich das vergessen, Leute. Ich bin einfach aufgewacht und bin erwachsen. Und jetzt muss ich ein ganzes Leben führen? Ich kann das noch nicht. Ich will meinen großen Bruder Lumi haben. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er einfach weg ist. So, ist hier das Krankenhaus. Au. Ja, komm mit. Au. Herr Doktor. Au. Hallo, ist hier ein Arzt? Geht ein bisschen besser, Leute. Hallo. Ich werde jetzt hier hochgehen. Ich habe hier unten einen Patienten. Eine Patientin? Hallo! Sind Sie der Doktor, der mich vielleicht wieder, naja, Sie wissen schon, gerade machen kann? Oh. Ich bin Dr. Grademach. Kommen Sie mit. Na schön, wie auch immer, Leute. Das sieht auf jeden Fall gut aus hier. Ich glaube, hier bin ich in besten Händen. Ich werde nicht mal kurz hier hinlegen. Einmal hinlege. Ich mache jetzt Feierabend. Tschüss. Tschüss. Du bist schuld. Aha, ihr Sinus Plexus Maladexus ist gebrochen. Was ist das denn für ein Deutsch? Was reden Sie denn da? Au. Das bedeutet, Ihr Knie ist kaputt. Sie sollen mich nur reparieren. Wieder fixen, wieder gesund machen. Ja, das machen wir sofort. Ja. Nur haben Sie Geld dabei? Weil ich sehe, Sie haben keine Krankenversicherung. Mein großer Bruder wird die Rechnung übernehmen. Ja, genau, Lumi, den kennen Sie bestimmt. Lumi? Warte mal, ich hab den. Der ist doch
vor kurzem von uns gegangen. Oh nein, der weiß es auch. Oh Mann, aua. Ja gut, wenn sie kein Geld haben, kann ich sie nicht operieren. Also raus hier. Ernst? Geben Sie mir wenigstens eine Spritze für die Schmerzen, bitte. Nur eine. Das kostet nämlich auch. Raus hier. Au, jetzt muss ich hier raushumpeln. Verschwinden Sie und kommen Sie erst wieder, wenn Sie Geld haben. Das ist voll gemein, Leute. Oh, das wünsche ich echt keinem. Was ist das für ein blöder Arzt? Au, das tut voll weh. Egal, dann gehen wir halt nach Hause und ruhen uns da aus. Selbstmedizin ist eben doch die beste Medizin. Au, 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 au. So ein blöder Tag aber auch. Hey, da vorne ist Brexy. Hä? Brexy ist wenigstens normal. Hey, Brexy, wie geht's dir? Timmy, was machst du denn hier? Ich hab mir das Bein gebrochen und irgendwie stimmt es, dass ich 18 Jahre alt bin? Hä, erzählst du gerade einen Quatsch? Natürlich bist du 18. Okay, naja, wie dem auch sei, Brexy, mir geht's nicht gut und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich 6 Jahre alt bin und 6 Jahre alte Knochen hab, weil ich hab mir was gebrochen und jetzt muss ich nach Hause gehen, okay? Okay, Jimmy, tschüss. Tschüss, Brexy. Och Mann, ich kann... Och Mann, Leute, ich kann jetzt Brexy auch einfach nicht alles erzählen. Der wird mir das eh nicht glauben, Leute. Deswegen lass einfach nach Hause gehen und uns ausruhen. Da, vielleicht lege ich mich einfach schlafen und dann bin ich wieder klein. Ja, genau, ich lege mich schlafen und werde einfach wieder klein, genau. Es ist ja noch mitten in der Nacht und was ist das für ein komischer Lärm? Und bin ich wieder... Oh nein, ich bin immer noch groß. Och Mann, was ist denn das für ein Lärm hier? Und... Hä, habt ihr das auch gesehen? Öffnen Sie die Tür! Was ist denn jetzt los? Hier sind überall Lichter! Ah, die Polizei ist da! Hände hoch oder wir schießen! Hände hoch oder wir schießen! Hey, ich hab nichts gemacht, Leute! Bitte! Oh, er will uns angreifen! Nein! Hey, Leute, das könnt ihr nicht machen! Oh, mir geht's gar nicht gut, Leute! Die Polizei ist ja richtig! Oh, aua! Hände hoch! Habt ihr Hände oben? Sie sind vorläufig festgenommen! Oh. Sie haben 18 Jahre lang keine Miete gezahlt! 18 Jahre lang keine Miete? Was? Ich habe so lange keine Miete mehr bezahlt? Was soll das denn? Wir sind erstmal verhaftet. Kommen Sie mit aufs Revier eingestiegen. Oh nein, Leute. Anscheinend hat, weil Lubi nicht mehr da ist, die Miete nicht mehr bezahlt oder so. Ich weiß auch nicht. Und jetzt müssen wir ins Gefängnis gehen. Ich bin noch viel zu jung fürs Gefängnis. Aber die denken, ich bin 18. Weil ich als 18-Jähriger aufgewacht bin. Ich habe mir das Leben als Erwachsener ganz anders vorgestellt. Das ist voll doof. Ich wünschte, ich würde wieder zur Schule gehen. Mann, och Mann, ey, bitte, kann ich nicht einfach nach Aussteigen. Hause gehen? Kommen Sie mit meinem Kollegen. Gehen Sie mit meinem Kollegen mit. Mann, ich will nicht ins Gefängnis, ehrlich. Bitte lasst mich einfach... Keine Bewegung. Die stecken, mich, da. Die stecken mich ehrlich ins Gefängnis. Nein, bitte, das könnt ihr nicht machen. Ich werde das alles Brexy erzählen. Und Odi und Hannah und Lumi. Was? Wissen Sie eigentlich, wie oft wir sowas hören von Verbrechern? Ich bin kein... Verbrecher, ich bin ein 6-jähriger Junge, der noch zur Schule geht und außerdem ist doch oben die Schule. Er hat eine Waffe! Nein, hab ich nicht! Hört auf damit, Mann! Das ist... Oh, Leute, das ist nicht witzig! Also, wollen Sie mir jetzt verraten, wenn Sie 18 Jahre lang keine Miete bezahlt haben, wissen Sie, wie viele Diamanten Sie schon schulden? Wie viele denn? 3 Stück oder was? 200.000! 200.000 Diamanten? Dafür muss ich doch mein ganzes Leben lang arbeiten und ich meine, ich bin ja schon volljährig. Jetzt muss ich da den ganzen Rest meines Lebens arbeiten. Was soll das denn? Kann ich wenigstens ein Bettchen haben? Ich fühle mich voll müde nach der ganzen Sache. Sie müssen auf dem Boden schlafen. Oh, dann lege ich mich eben auf den Boden hier schlafen. Gute Nacht, Mann. Oh, Leute, ich fühle mich nicht gut. Ich lege mich jetzt hier hin. Gute Nacht. Oh. Wir haben das Jahr 2053. Timmy ist nicht mehr unter uns. Leute, ich kann doch nicht wirklich von meinem großen Bruder das Haus abreißen. Auch wenn es angeblich mein Job ist. Mit Lumi immer so viel Spaß gehabt und jetzt soll ich sein Haus abreißen? Was ist das für ein blöder Arzt? Au, das tut voll weh. Hä? Was ist hier los? Ich schwitze richtig, Leute. Ich hatte irgendeinen Albtraum, Leute. Ich hatte irgendeinen Albtraum. Wieso? Hä? Ich bin ja klein.
Oh, oh, ich muss ganz, ganz schnell zu Braxy. Ich muss ganz schnell zu Braxy, Leute. Oh, es ist auch noch Nacht, verdammt. Braxy. Hoffentlich ist er wach. Oh, los. Komm schon, Braxy, sei bitte da. Bitte sei da. Braxy schläft. Braxy, wach auf. Braxy, jetzt wach schon auf. Komm schon. Ich hatte einen ganz schlimmen Traum, Braxy, dass ich erwachsen war, mir was gebrochen habe, im Gefängnis war und kein Geld hatte. Und mir geht's gar nicht gut. Deswegen weckst du mich jetzt? Ja, natürlich. Das war ganz schlimm und die Polizei verfolgt mich. Es gewittert sogar, siehst du? Oh. Kann ich es verfolgt dich niemand. Mann, Jimmy, es ist mitten in der Nacht und wir haben morgen Schule. Was? Okay, Braxy. Und was muss ich morgen zur Schule mitbringen? Deine Hausaufgaben, die du extra bekommen hast. Meinst du die Englisch-Hausaufgaben? Ja, Mann, ich geh schlafen, du Doofkopf. Leute, das war alles nur ein Traum. Ich hab noch volle 12 Jahre vor mir, bis ich 18 bin. Da ist ja doch der Doofkopf. Odi, was ist los? Langsam. Jimmy, versteck dich hier. Schau mal. Was denn? Ich hab hier heute aus dem Fenster geguckt und dann war in der Mitte irgendwas Komisches. Oh, sag mir jetzt nicht, da ist ein neuer Power Raider Skin. Hä, was ist das da? Jimmy, da, Vorsicht, das ist voll mit Stacheldraht und Lava. Und Lava, Leute, das sieht richtig gefährlich aus. Sowas war noch nie in unserer Mitte. Denkst du, das hat was mit Braxy zu tun? Der ist doch Wissenschaftler. Du hast recht, aber lass uns doch mal versuchen, drüber zu bauen und an die Kiste ranzugehen. Ja, okay. Hast du vielleicht Holz oder so oder noch besser? Ich brauche Beton, dann kann das nicht anzünden und wir können uns hier einfach rüberbauen. Beton? Mhm. Ich habe immer ein bisschen was, Richtig gut, Odi. Gib's mir einfach rüber, ich werde mich rüberbauen aber dann. Es ist lila, Jimmy. Ist doch egal, Hauptsache das funktioniert. So, Leute, okay, ich würde sagen, wir bauen uns hier eine kleine Treppe, oder? So. Aber Vorsicht, schau mal, das sind doch Fallen. Ich weiß. Ich meine, wenn wir uns hier so Stückchen für Stückchen rantasten, versuch mal die Kiste aufzumachen. Glaubst du, das geht? Warte. Ja. Was ist los? Da ist ein Passwort, Jimmy, da ist ein Passwort. Schau selber. Passwort gesicherte Truhe. Odi hat recht. Oh Mann, Odi. Ich will unbedingt wissen, was da drin ist. Das ist richtig gut gesichert. Vielleicht müssen wir den Code finden oder so, Jimmy. Du hast recht, aber ich sehe hier weit und breit keinen Code. Leute, wenn ihr hier irgendwo einen Code oder einen Hinweis seht, dann müsst ihr es auf jeden Fall jetzt in die Kommentare schreiben. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Oder wir fragen einfach Braxy, weil der ist doch Wissenschaftler, der kennt sich doch damit aus. Gute Idee. Odi hat immer die besten Ideen. Wir fragen den. Guck mal, der tanzt auf seinem Bett. Der kann es, glaube ich, kaum abwarten, mit uns heute was zu machen. Braxy. Wir sind. Braxy. Hey, hallo, was geht's dir? Du bist doch Wissenschaftler, oder? Ich bin Professor Dr. Braxy Matt, Zahnarzt und Wissenschaftler. Wie kann ich euch helfen? Wo drückt der Zahn? Egal. Also du bist der beste Wissenschaftler, würdest du sagen, oder? Der Beste? Ja. Ich bin einzigartig. Der Einzige. Also, hast du gehört, Odi? Ich glaube, der ist der perfekte Mann dafür. Das ist voll der Quatsch. All deine Erfindungen gehen immer nach hinten los. Ja, das stimmt auch. Odi hat recht. Aber besser nach hinten als gar nicht, du Doofkopf. Ja, stimmt auch. Ach, egal. Komm einfach mit. Wir müssen dir was zeigen, Braxy. Da ist irgendwas in unserer Mitte. Guck mal, wie das aussieht. Hä, was habt ihr denn hier gebaut? Wir waren das nicht. Warum schon waren wir so? Und warum ist das lila? Das ist wegen Odi. Er hatte nur lila Beton. Ja, aber wir wollten wissen, was da drin ist. Und jetzt ist die Kiste passwortgesichert. Eine passwortgesicherte Kiste. Und die Kiste sieht mir aus, als wäre die vom Militär. Ja, siehst du, die ist voll gut gesichert. Aber ich weiß nicht, wo könnte denn das Passwort sein, Braxy? Naja, das Militär versteckt ihre Passwörter immer so, dass wir sie suchen müssen. Suchen müssen? Genau. Du meinst so wie Schilder? Ja, unter anderem. Aha. Schilder, Bücher, da, Schatzkarten. Da könnte was draufstehen, wie zum Beispiel eine Farbe, oder wie? Genau. Warum? Wieso fragst du? Nö, also ich meine, hier ist ja ein Schild, da steht pink drauf. Guck mal hier. Hä? Ja. Stimmt.
Aber was könnte denn pink sein? Es gibt nur eine Sache hier in der Stadt, die pink ist. Und das ist Hannas Haus. Der Shop! So. Gut, Mann, das ist Hannas Haus. Ja, aber der Shop ist auch pink. Weißt du was? Du gehst zum Shop und ich gehe zum Haus. Vielleicht findest du was. Und wenn ich was finde, dann sage ich's dir. Okay. Bis gleich. Odi, willst du mitkommen? Ich komm mit. Yippie, Schatzsuche. Leute, wir machen eine Schnitzeljagd. Oh, ich bin so gespannt, was da drin ist. Ich glaube, hier ist nichts, oder? Nee, müssen wir vielleicht rein? Oh, ich hab was, Jimmy! Echt? Du hast was gefunden? Wow! Gelb! Steht aber gelb. Warte mal. Gelb ist doch direkt da drüben. Oder da drüben. Brexy hat hier drei Häuser. Ich schau beim Labor, du schaust bei Brexys Haus. Vielleicht ist hier was. Nein, hier sieht's leer aus, Leute. Oh Mann, vielleicht... Hey, hier ist was. Modi, ich hab was gefunden. Wo denn? Hier steht grün und 77. Grün und 77? Mhm. Das ist Leute, Leute. Ja? Ich war beim Einkaufsladen, da war das Militär. Die sind gerade mit einem Hubschrauber weggeflogen. Oh, wir sollten uns beeilen. Guck mal, Brexy, hier ist ein Hinweis. Da steht grün und 77. Ich glaube, wir sollten zu Schleimis Haus. Oh, Schleimi? Ja. Ja, stimmt. Das ist doch grün. Ja, bis jetzt waren die ganzen weiteren Hinweise immer bei den Häusern. Und ich meine, Schleimi, sein Haus ist grün. Da ist es ja. Ha, 77 und 07. Ich glaube, das könnte das Passwort sein. Seid ihr sicher, dass wir es öffnen sollen? Ich bin mir sicher, ja, komm, ich will es machen. Komm schon, das wird richtig cool. Lustig. Ja, komm schon. 7707. Ich weiß es genau noch. Okay, Leute, ich werde es aufmachen, ja? Na los! 7707. Da ist ein Monitor drin. Das sieht aber aus wie ein Hacker-Monitor. Und der hat ganz viele Knöpfe und ein paar Diamanten. Aber die Diamanten brauche ich nicht. Der Monitor sieht richtig cool aus. Zeig mal. Weiß ich nicht. Ich will da drauf hüpfen. Da ist so ein Knopf. Ich drück da jetzt drauf. Alles gut. Mir geht's gut, Leute. Keine Sorge. Ich habe irgendwas im Mund. Das ist eklig. Du süßes Baby. Ich bin kein süßes Baby. Hör auf damit. Ich bin Jimmy. Jimmy, der Mächtige und Große. Kannst du ihn verstehen, Brexy? Ich verstehe nur Gugu Gaga. Wie sehe ich denn aus? Oh nein. Ich sehe aus wie so ein kleines Hacker. Baby, verdammt. Baby, gib mir den Display. Ich geb dir den nicht. Ich geb dir höchstens einen Burger und ein Dia. So. Burger und ein Dia? Oh, lecker. Ich hab einen Burger und ein Dia bekommen, Brexy. Genau. Ich glaube, wir haben ein Zauberbaby bekommen. Das ist aber nicht gut, Mann. Odi, wir müssen ihn zurückverwandeln. Nein, der kann uns bestimmt alles schenken. Okay, ich wünsche mir ein Auto. Ein Auto? Kein Problem, ich hole euch ein Auto. Du willst also ein Auto, ja, Odi? Hokus Pokus Simsalabim. Cool. Oh, Brexy, er hat mir ein Auto geschenkt. Wow! Oh, cool, Jesse, Blödmänner! Ja, Blödmann, das merke ich mir. Das ist keine so gute Idee. Mann, Jimmy, gib mir den Display. Baby will das dir nicht geben. Okay, ich will damit nichts zu tun haben. Leute, wir haben anscheinend gerade einfach so ein Auto hingehackt. Das ist voll cool. Vielleicht können wir ja irgendwas bei Brexy hacken. Den Fernseher. Wenn er gleich Fernsehen schaut, mache ich den einfach an. Das wird richtig lustig. Okay, ich werde jetzt den Fernseher anmachen und zack. Mann, warum ist mein Fernseher an? So, du willst ihn also wieder ausmachen, ha? Das wird ein Spaß. Ich mache ihn wieder an. Ha! Mann, wieso geht der denn immer an? Der ist doch neu. Ausmachen. Oh, ich muss leise sein. Hä? Nicht, dass er irgendwas merkt, dass wir das waren, Leute. Wer war das? Sehr gut. Der hat keine Ahnung, dass wir das waren. Super. Okay, als nächstes ist Odi dran. Der fährt eh die ganze Zeit mit dem Auto. Und wisst ihr was? Ich werde versuchen, Odis Auto einfach zu steuern, Leute. Das wird eh richtig... Oh, der Blufo hat mich fast umgefahren. Na schön. Ich werde jetzt hier das Programm anmachen. Und jetzt werde ich einstellen, dass das Auto nur noch nach links fahren kann. Das wird richtig lustig. Der macht ja einfach einen Kreis. Leute, guckt euch mal Odis Auto an. Mein Auto fährt nur nach links. Oh, Mann, ey. Okay, jetzt fährt das Auto nur noch geradeaus. Wow. Wow. Oh mein Gott, stopp. Nein.
Oh, ich glaube, wir haben ein bisschen Unsinn gemacht, Leute. Wir müssen zu Odi hingehen. Odi. Baby Jimmy, hol Prexy. Ich muss Prexy holen. Oh nein, ich wollte doch nicht, dass Odi sich verletzt, Leute. Ich wollte doch nur ein bisschen Spaß haben. Ach, nie kann ich einmal ein bisschen Spaß haben mit einer coolen Erfindung. Egal, ich muss zu Prexy gehen. Prexy. Ach, der versteht mich ja nicht. Prexy. Hör doch auf, immer die Fenster kaputt zu machen, du Doofkopf. Komm her, Prexy. Komm, es ist dringend. Und zwar ist bei Odi was passiert. Odi. Aua. Ja. Odi, was ist passiert? Oh, mein Auto hat sich verselbstständigt. Erst ist es nur nach links gefahren und irgendwann nur noch geradeaus. Und ich konnte nicht mehr bremsen und dann bin ich in mein Haus gefahren. Spuren müssen weg. Ey, das Baby hat das Auto weggemacht. Hä? Mhm. Böses Auto. Ich glaube, er wollte dir nur helfen. Genau. Jimmy, komm, wir müssen ins Krankenhaus. Ich helfe dir. Komm, Odi. Nein, du gehst weg. Oh Mann, die sind gemein, die Blödmänner. Ich würde doch niemals Odi irgendwas Böses antun, Leute. Odi ist mein bester Freund. Sowas macht man nicht. Ich hoffe, dass es Odi schnell wieder besser geht. Hoffentlich geht's Odi wieder gut. Ich muss mal nach ihm nachsehen, auch wenn die mich nicht da haben wollen, die Blödmänner. Oh, Prexy, die Ärzte haben erzählt, dass sie mir nicht helfen können, weil sie nicht wissen, was es ist. Das habe ich auch gehört. Der Arzt meinte, er kann sich deine Verletzung nicht erklären und die wissen nicht, was du hast. Und die können dich auch nicht operieren, wenn die nicht wissen, was du hast. Ich hab eine Idee, Leute. Wir haben noch diesen Monitor. Damit konnte ich das Auto von Odi steuern. Damit konnte ich den Fernseher steuern. Und damit kann ich bestimmt noch diese komischen Instrumente hier steuern von dem ganzen Krankenhaus. Und dann kann ich sehen, was Odi hat. Ich muss nur richtig das ranhalten, dann klappt das. So, richtige Frequenz, sehr gut. Warte mal, Odi hat eine Stauchung am linken Knöchel und der hat eine Lebensmittelvergiftung. Ich schreib das mal auf. Prexy, mir ist auch voll schlecht, aber das ist voll komisch. Es kann ja nicht schlecht sein, wenn du einen Autounfall hattest. Was eine Gehirnerschütterung. Ich muss irgendeinen Hinweis denen geben. Hier, lies das. Was ist das? Wo kommt das denn her? Komm schon, lies das und hilf Odi, komm schon. Odi, hier steht Lebensmittelvergiftung und Knöchel rechts. Rechts, du musst ihn wieder einrenken. Was denn? Ich glaube, du hast eine Lebensmittelvergiftung und dein Knöchel ist nicht richtig eingerenkt. Warte mal, halt still. Das hat richtig wehgetan. Odi. Es geht mir schon viel besser, Prexy. Oh, sehr gut, wir haben es geschafft. Wir sind einfach die Besten. Ich kann das. Cool. Baby Jimmy, das war wegen deinem blöden Auto alles. Nein. Ach, verdammt, er will sich schon immer noch auf mich schieben. Aber ich kann das auch fürs Gute einsetzen, die ganzen Hacks. Na schön, ich werde schauen, was ich noch machen kann. Ich muss jetzt aber ganz schnell nach Hause. Was ist da denn? Da ist jemand vom Militär da. Der sucht bestimmt nach der Kiste, Leute, und will bestimmt die wieder haben. Aber wenn der rausfindet, dass ich das genommen habe, gibt's richtig Ärger. Was macht der Doofkopf da? Der sperrt alles ab, Leute. Straßensperren. Straßensperrung. Ganz leise sein, Leute. Nicht, dass der uns hört. Wir müssen mal zuhören. Vielleicht hat er irgendwelche wichtige Infos über dieses komische Gerät, weil das ist echt richtig cool. Das Hackergerät, wo ist denn das? 7709? Nein, das funktioniert doch nicht, Leute. Wir haben doch das Hackergerät in der Hand. Jetzt muss der Klasse herausfinden, dass das nicht mehr da ist. Mayday! Officer, das Gerät ist weg. Ich muss sein Auto hacken. Ich werde einfach die Zündschlüssel zumachen. Und zack, Enter. Das Auto nämlich nicht mehr laufen. Der Blödmann kann nicht mehr Auto fahren. Edge! Mein Auto geht nicht mehr. Ich muss jeden befragen, der hier ist. Wir sollten nach Hause. Wir sollten ganz schnell nach Hause. Und aufpassen, dass er uns nicht findet, Leute.
Mit dem Militär legt man sich besser nicht an. Aber ein Hackerbaby zu sein macht halt so Spaß. Nein, der ist bei Odi. Der wird bestimmt gleich reingehen, wenn er nicht aufmacht. Oh, der arme Aufmachen, oder ich komm rein! Leute, wir müssen uns beeilen. Hände hoch! Ich hab hier so einen Ghostblock, den werde ich hier hinmachen. So, dann denkt er, das ist ein Stein. Aber das ist nicht alles, Leute. Ich hab nämlich ein paar Sachen vorher noch gehackt. Hier habe ich ein paar Steine. Und ich muss mir mehr Ghostblöcke holen. Los. Bevor der kommt. Hier wird alles schön zugemacht, damit der überhaupt gar keinen Plan hat, dass hier ein Haus ist. So, lalalala, zack. Hier das orangene Haus. Nein, orangene Haus, Leute. Zumachen. Oh, die Tür zu. So, hier kommt auch ein Stein hin. Hier auch und so. Und ich kann da durchgehen. Ist das Haus gesperrt? Ja, das Haus ist gesperrt. Genau, du Doofkopf, du kommst hier nicht rein. Ich werde meine Hackerfähigkeiten niemals abgeben, Leute. So. Schau ich mal in die Fenster rein. Fenster zumachen. Fenster. Hallo? Los. Ist hier jemand drin? Wo ist der? Wir müssen nach oben gehen, dann sieht der uns nicht. Wir gehen jetzt einfach nach oben. La. So. Oh mein Gott, wir können uns noch im Kamin verstecken. Richtig gut. Das heißt, wenn der Doofkopf kommt, Leute, zack, können wir uns hier verstecken. Das ist voll die gute Idee. Mayday, Sir. Oh. Ein Haus hier hat Steine vor der Tür. Ich muss da aber rein und Untersuchungen machen. Nein. Ich muss den Stein irgendwie schneller wegbekommen, nicht, dass der uns hier sieht. Ich bin nämlich oben im Kamin, Leute. Das wird er niemals herausfinden. Der ist gerade dabei, die ganzen Steine wegzukriegen. So, oh, ich höre was. Steine weg. Ende hoch! Ist hier jemand zu Hause? Hier ist niemand, Leute. Nur ein kleines Hackerbaby. Was sich davor schützt, dass der nicht uns findet. Ich komme jetzt in die zweite Etage. Hände hoch, wenn sie da sind. Nicht gut, Leute. Hallo? Ich werde hier noch überall die ganzen Ghostblöcke hinmachen. So, das wird der jetzt niemals erraten. Roger, oranges Haus ist clear. Oranges Haus ist clear. Yippie, wir können wieder nach unten gehen. Ja, so, das wurde auch mal Zeit, Leute. Es war richtig stickig da in diesem Kamin. Egal, wir gehen mal runter, Freunde, und schauen uns, was er da unten angerichtet hat. Das sieht noch ziemlich gut hier aus. Wir hatten echt Glück gehabt. Oh, zum Glück, Freunde, das hätte auch schief gehen können. Raus hier. Ich will noch einmal den Typen vom Militär hacken. Hat er nicht ein Funkgerät? Ich werde einfach sein Funkgerät hacken und werde einfach irgendeine Melodie abspielen. Das wird richtig lustig. Und zwar werde ich Praxis Abonnieren-Musik ranmachen. 3, 2, 1 und hacken. Irgendwie... Musik. Leute, ich kann nichts mehr hören. Der tanzt einfach. Guckt euch mal den Typ an vom Militär. Musik ist cool. Der feiert richtig den Brexy-Song, Leute. Kennt ihr den auch? Den Brexy. Brexy, abonnieren, Brexy. Der ist richtig cool, der Song. Oh Mann, ich glaube, der ist auf jeden Fall ein bisschen beschäftigt, Leute. Oh, Leute, das ist aber voll doof. Der arme Militärmann, der tut mir irgendwie leid. Aber hey, da ist ein Mädchen. Oh, wie süß. Wer ist sie denn? Du musst jetzt Beton hacken. Ich liebe Beton hacken. Oh, ist sie süß. Ihr habt sie gehört, Leute, sie will den Beton hacken. Ich glaube, sie mag diese bunten Farben nicht. Und ich habe mich schnell umgezogen, Freunde, weil ich will nicht, dass sie mich als komisches Hackerbaby sieht. Das geht doch nicht, wenn sie selber eine Hackerin ist. Ich habe eine Idee, Freunde, wir können ja mit ihr ein Date machen. Aber dazu muss ich ihr auf jeden Fall helfen, alles wieder grau zu machen. Und dann gehe ich mit ihr auf ein schönes Date. Oh, richtig cool. Aber wartet mal, ich sehe sie gar nicht mehr. Och nein, ich glaube, sie ist wieder gegangen. Sie war so schön. Ich muss was anders machen, Freunde. Ich muss Odi finden. Der weiß immer, wie man mit Frauen umgeht. Und er wird mir bestimmt helfen. Und zuletzt habe ich Odi beim Spielplatz gesehen. Und er wird sehen, dass ich wieder kein Baby bin. Das heißt, er behandelt mich normal, der Doofkopf. Okay, wir müssen schnell zum Spielplatz, Freunde. Vielleicht weiß er irgendwo, wo das Mädchen ist. Oder sie ist in der Schule. Nein, Odi, ich will heute nicht. Ich will heute nicht nachsitzen. Ich darf das nicht machen, Odi. Mann, Jimmy, jetzt komm schon. Wir haben heute Mottowochen. Du musst. Mottowochen? Was sind denn Mottowochen?
Eine Mottowoche ist ein Thema. Zum Beispiel, eine Mottowoche ist Halloween, wenn wir uns verkleiden müssen in die Schule. Boah, das ist richtig cool. Was lernen wir denn heute in der Schule, Odi? Weißt du schon was? Ich glaube, heute ist Computertechnik dran. Oh, ich denke, wir müssen programmieren lernen. Komm schon, wir müssen in die Schule. Oh, Leute, das wird der beste Tag, den ich jemals hatte in der Schule. Und ich glaube sogar, der Lehrer ist schon da. Wie cool. Komm schon, Odi, komm schon. Komm doch schon, los. Oh, am besten bleibe ich heute den ganzen Tag in der Schule. Das wäre richtig cool. Oh, da sind richtig viele Laptops. Schau mal, Odi, wie cool. Ja, da können wir Fortnite drauf spielen, Jimmy. Tut mir leid, du hast das so süß ausgesprochen. Wie lerne ich jetzt das Hacken? Kommen Sie schon, Herr Lehrer, bitte. Nein, Hacken werden wir hier nicht lernen, aber kannst du mir bitte einmal per E-Mail deine Hausaufgaben schicken? Ja, dann mache ich das eben. Einen Moment. Odi. Zack, zack, zack. Wo sind deine Hausaufgaben? Und Odi, wo sind eigentlich deine Hausaufgaben? Ich hab sie vergessen! Oh nein, ich muss mal kurz aufs Klo, Leute. Ich muss mal kurz für kleine Königstiger. Bis gleich! Oh, beeil dich! Ich muss ganz dringend aufs Klo. Ganz schnell. Oh, so, erstmal die Tür zumachen. Zack. Und. So, ich glaube, das sollte reichen. Hä? Hey, das macht man nicht. Wenn man aufs Klo geht, will man seine Privatsphäre haben. Was machst du hier unten eigentlich? Ich wollte fragen, ob wir vielleicht mal zusammen auf den Spielplatz gehen. Spielplatz zusammen mit einem Mädchen? Das ist ein bisschen eklig, aber. Oh, weißt du was? Du nervst mich eh schon den ganzen Tag. Wir können später auf den Spielplatz gehen, okay? Wenn du versprichst, mich dann in Ruhe zu lassen und kein Fangirl zu sein, okay? Nein. Das ist so süß. Okay, Jimmy. Ja, reicht jetzt. Ich gehe wieder zum Unterricht. Ey, die hat wirklich nur gewartet, bis ich aufs Klo gehe, damit sie mich in Ruhe sprechen kann. Leute, wenn ihr auch schon mal verliebt wart, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr Mädchen auch so eklig findet, dann lasst ein Abo da. Nein, Spaß, nicht alle sind eklig, aber ich will erstmal nichts von Mädchen eigentlich wissen. So, Herr Lehrer, wann endet eigentlich der Unterricht hier? Leute, ihr wisst ja, ich mag Mädchen, das ist doch logisch, aber nicht, wenn die mich küssen. Das ist gar nicht toll. Wie lange müssen wir denn noch im Unterricht sein? Außerdem will ich noch Fortnite spielen, kommen Sie schon. Also, wenn ihr euren Laptop aufmacht, dann seht ihr doch so vier Symbole. Ja. Und neben dem WLAN-Symbol ist doch so ein Haus, da müsst ihr einmal draufklicken. Ein Haus, okay, und dann kann ich hacken, oder was? Wir lernen hier kein Hacken, Jimmy. Ich sag's dir nochmal. Oh Mann, ich hoffe, der Unterricht ist bald vorbei. Hä? Boah, es hat geläutet. Wie cool. Lass uns gehen. Komm schon, Jimmy. Komm schon, wir müssen auf jeden Fall jetzt. Odi, ich muss dir was gestehen. Was denn, Jimmy? Ich kann heute nicht mit dir was machen. Ich muss heute mit dem Mädchen was machen. Ich hab's dir versprochen. Oh Mann, Jimmy, ich dachte, wir sind beste Freunde und jetzt hast du eine Freundin, oder was? Die ist gar nicht meine Freundin, oder? Hä? Bist du eine Freundin von mir? Ich bin doch jetzt deine Freundin, oder nicht? Nein, Odi, das ist das nicht das, wonach es aussieht. Ich muss ganz schnell zum Spielplatz. Oh nein, jetzt weint sie. Lass mich in Ruhe, Jimmy. Odi, habe ich irgendwas Falsches gesagt? Ich weiß nicht, Jimmy, aber ich glaube schon. Ich glaube, du hast ihre Gefühle verletzt. Du weißt doch, Mädchen haben so Gefühle und so immer. Ja, du hast recht. Warte, ich muss schauen, wo sie wohnt. Ich muss zu ihr hin. Oh, ich muss mich auf jeden Fall entschuldigen. Ich glaube, ich war ein bisschen zu gemein zu ihr. Aber wo ist sie hin, Leute? Seht ihr sie irgendwo? Ihr müsst das auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Wenn ihr sie im Spiel seht, dann schreibt das jetzt da rein. Ah, da ist niemand. Verdammt. Vielleicht ist sie ja bei Hanna. Vielleicht ist Hanna ihre beste Freundin. Oh, da vorne ist sie ja schon. Hä? Was hat sie denn da hingeschrieben? Nur du, Jimmy, mit so einem Größerzeichen und eine 3. Was kann das heißen? Größerzeichen? Hä? Jimmy, ich hab dich ja nicht erwartet. Aber das ist doch mein Haus. Wieso hast du mich nicht erwartet? Ich wohne doch hier. Ja, aber ich dachte, du bist noch in der Schule. Ja, Schule ist vorbei. Was steht da eigentlich? Nur du, Jimmy. Was ist das für ein komisches Zeichen?
Das ist ein Herz. Ein Herz? Aber warte mal, dann muss ich ja das von der Seite betrachten und meinen Kopf drehen. Oh, wer macht denn solche Herzen heutzutage? Das sieht voll gut. Ich wollte mich bei dir entschuldigen, Jimmy, dass ich so geweint habe. Das war nicht cool. Du willst dich entschuldigen? Ich wollte mich bei dir entschuldigen, weil ich war gemein zu dir. Und ich will mich da wirklich entschuldigen für. Aber du musst dich nicht bei mir entschuldigen. Außerdem bist du süß. Ja, du darfst mir jetzt aber nicht zu nahe kommen. Bis zu dem Block und nicht weiter, verstanden? Okay, alles was du willst, mein Jimmy. Hey Leute, ich glaube, das geht ein bisschen in die falsche Richtung. Ich will doch nur, wenn dann überhaupt eine beste Freundin haben, aber keine feste Freundin. Oh, weißt du was? Vielleicht sollten wir ins Restaurant gehen und was essen zusammen. Wow, ist das etwa ein Date? Naja, wenn du es so nennen magst, vielleicht, Ich muss meine Mädels anrufen. Was? Mädels? Ja, Sophie, ich bin's. Oh ja, du weißt doch, dieser Jimmy, der will mit mir auf ein Date. Nein, ich will noch. Oh, ich glaube, das war keine gute Idee. Jetzt weiß jeder aus der Stadt, dass ich mit dir auf ein Date gehe. Und ich glaube, hier wohnen richtig viele Leute. Ja, okay, weißt du was? Lass uns einfach zum Restaurant gehen. Da hinten gibt's so ein Restaurant. Komm mit, ich werde es dir zeigen. Ich liebe Fisch. Das glaube ich dir. Fisch ist richtig. Hä? Was ist das denn da vorne? Da ist jemand Rotes. Hey, stehen geblieben, hey, wer bist du? Hey, ich bin Niki. Niki, kennst du Niki-Mädchen? Hallo Mädchen. Kein Niki. Ich hab dich gar nicht auf der Schule heute gesehen. Au! Hey, du bist gemein! Ich wollte eigentlich nur deinen Lockenkopf streicheln. Du bist ein kleiner Süßi. Ja. Das ist mein Süßi, lass ihn in Ruhe. Nein, hört auf, euch so um mich zu streiten. Ich will das nicht. Und, sie setzt sich ja richtig ein für mich, wie cool. Mann, ihr müsst euch nicht um mich streiten. Alles gut, lasst einfach weitergehen. Aber Jimmy, ist doch kein Problem. Ich habe nämlich ein cooles Handy und das Mädchen nicht. Ein cooles Handy? Wie meinst du das? Ja, ich habe das Neueste. Ich habe kein Handy. Och Mann, das ist echt doof. Niki, du wirst schon sehen, dein blödes neues Handy. Komm mit, Jimmy. Was machst du mit deinem Handy? Gib mir jetzt das Essen? Nein, ich muss mit ihr was machen. Außerdem kenne ich doch noch gar nicht. Warum hast du einen Laptop dabei? Wow, du hast echt aufgepasst im Unterricht. Leute, was macht sie denn da? Was macht sie denn da? Sie hat irgendein Programm geöffnet. Nein, das sind ganz komische Zahlen und Buchstaben. Oh, das sieht voll komisch aus, Leute. Das sind lauter Einsen und Nullen. Sag mir, was du vorhast mit ihm. Los! Ich werde sein Handy hacken. Keiner darf so mit meinem Jimmy reden. Du kannst hacken? Das wusste ich gar nicht. Ich hab cooles Handy. Oh, was mit seinem Handy? Oh, nein. Und enter. Was? Wir müssen mal schauen, was passiert, Leute. Was ist mir passiert? Mein Handy ist kaputt. Ich muss zu ihm hingehen. Hey, Niki, was ist denn los? Warum schreist du so? Ey, lass mich kurz in Ruhe. Mein Handy ist irgendwie kaputt gegangen gerade. Warum? Da sind irgendwie so Einsen und Nullen drauf. Was soll das denn? Hey, warum lachst du? Ich weiß nicht, vielleicht hat das ein Update bekommen oder so. Ich würde auf jeden Fall mal erstmal das Handy updaten. Das ist ein neues Handy, Jimmy. Das kriegt kein Update. Das dauert immer. Als ob du hacken kannst. Wie cool. Mann. Geh einfach zum Handyshop. Die reparieren das. Ich geh zum Laden. Da beschwere ich mich jetzt. Das war richtig cool, kleines Mädchen. Das hast du gut gemacht. Kannst du alles hacken? Tschüss. Alles hacken, was soll ich noch hacken? Ich weiß nicht, das wäre voll cool, wenn du die Schule hacken kannst und wir alle gute Noten haben. Warte mal, du hast dein Handy komplett gehackt, wie cool. Kannst du eigentlich alles hacken? Ich kann alles hacken. Also kannst du... Schaut mal, Leute, da drüben ist Odi an seinem Auto. Was macht der da? Kannst du auch ein Auto hacken? So ein Elektroauto? Das Auto, ist das denn mit dem Internet verbunden? Na klar ist das Auto mit dem Internet verbunden. Warte, aber du brauchst deinen Laptop wieder. Oh, du hast ihn dabei. Ich bin richtig gespannt, was jetzt passiert. Oh, sie wird den Laptop gleich aufmachen, Leute. Und schaut euch Odi an, wie unschuldig er was sein Auto ist. Oh, wisst ihr was? Ich werde einfach so lange mit Oli kurz reden. Hey, Odi, was machst du da?
Mann, Jimmy, mein Auto ist kaputt. Warum ist das kaputt? Ich weiß es auch nicht. Ich versuch's hier gerade mit meinem Schraubenschlüssel zu reparieren, aber es geht nicht. Probier du mal. Ich kann das bestimmt reparieren. Warte. Ich muss hier drin irgendwas machen. So, und versuch's jetzt mal, Odi. Vielleicht fährt es. Komm schon, bitte fahr, bitte fahr, bitte fahr. Das geht wirklich, Jimmy! Oh, wie cool. Okay, wir müssen schnell zu unserer Hackerfreundin zurück. Wie cool. Okay, was hast du gemacht? Erzähl schon. Bist du schon am Hacken? Ja, pass auf. Ich kann machen, dass er zu uns fährt, ohne dass er das will. Was? Das glaube ich dir nicht. Niemals. Jetzt mache ich so das, dass Odi rückwärts fahren muss. Odi. Was passiert hier? Ich will gar nicht rückwärts fahren. Odi, was passiert mit deinem Auto? Warum was hast du mit meinem Auto gemacht, Jimmy? Ja? Das fährt nur noch rückwärts. Ich hab gar nichts gemacht. Oh nein, wir müssen Odi schnell retten. Aber ich muss dir sagen, dass ich das irgendwie rückgängig machen soll. Da ist eine Schlucht. Hör auf damit. Du musst ihn wieder nach vorne bringen. Schnell. Nein, Leute. Jetzt fahr ich nur noch vorwärts. Oh, er fährt richtig schnell. Du musst bremsen, bremsen, bremsen. Das war echt knapp. Ich glaub dir jetzt. Odi, ich muss dir was gestehen. Jimmy! Warum? Nein, Jimmy, Jimmy, komm mal her! Was? Warte kurz, Odi, ich muss kurz mit meiner Freundin reden. Jimmy, das muss unser Geheimnis bleiben. Geheimnis, dass du hacken kannst? Aber das ist voll cool. Niemand wissen. Och, Manu, aber ich kann voll schlecht Sachen für mich behalten. Ich muss immer irgendwas erzählen. Mann, ich weiß nicht. Kannst du auch YouTube-Kanäle hacken? Aber dafür muss ich nach Hause. Was? Wo wohnst du denn? Können wir das bei dir machen? Ja, okay, wir können das bei mir machen. Oh, wie cool. Wir hacken einfach YouTube, Leute. Was wolltest du mir denn sagen, Jimmy? Ich wollte dir sagen, dein Auto sieht richtig cool aus. Und ich finde es cool, dass du Elektro fährst. Oh, cool, Jimmy. Und ihr seid jetzt... ja, wir sind sowas... ja, so beste Freunde zusammenmäßig. Außerdem riecht sie voll lecker. Na, siehst du? Wir verstehen uns richtig gut. Das ist eklig, Jimmy. Ich geh jetzt nach Hause, du Blödmann. Das ist nicht eklig. Komm mit. Wir gehen zu uns nach Hause. Ja? Ich kann auch machen, dass Odi seine Farbe ändert. Was? Wie meinst du das, seine Farbe? Von seinem Haus? Nein, von ihm. Er mag ja lila. Ich kann Odi hacken, dass er jetzt nur noch blau mag. Was? Wirklich? Das glaube ich dir nicht. Odi mag doch immer nur lila. Das ist seine Lieblingsfarbe, Leute. Das wisst ihr auch. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass Odi lila mag, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Weil was anderes mag der Junge doch gar nicht. Los, wir müssen da schnell reingehen. Und das Schild müssen wir auch irgendwann mal wegmachen. So, dann erzähl mal, was hast du vor? Wie geht das? Und warte mal, pass auf, da hinten ist jemand. Werden wir ausspioniert? Nein, glaube ich nicht. Komm, wir ändern jetzt die Papiere von Odis Haus zu Lumis Haus und dann muss er umziehen. Ja, ich bin gespannt. Okay, dann drück mal deine Tasten. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt funktionieren soll. Was macht denn Niki da draußen? Oh, ich muss ganz schnell rausgehen. Ich muss ihn da verscheuchen, Leute. Er kriegt alles mit. Hey, was machst du da in meinem Garten, Niki? Ich wollte jetzt ein bisschen in den Pool springen. Guck mal, wie hoch ich springen kann. Ja, schön für dich. Kannst du nicht woanders Pool springen? Ich hab grad ein Date, Mann, und ich muss was machen. Jetzt verschwinde schon. Ich gehe ja schon. Ja, du kannst später wiederkommen. Oh, Leute, Niki hat fast alles mitbekommen. Habt ihr es gemerkt? Der hat uns ausspioniert. Oh, ich bin gespannt, ob das Hackermädchen schon alles fertig gemacht hat. Das wird richtig cool, Leute. Wie weit bist du? So, ich habe die Papiere geändert. Jimmy,
Rudi muss jetzt umziehen in Jummis Haus. Was? Das hast du online gemacht? Oha. Mhm. Dann lass mal zu Odi gehen, das will ich. Ich will auf jeden Fall seine Reaktion wissen. Ihh, das ist alles lila. Odi, was ist los? Was ist mit deinem Haus passiert? Ich zieh um, Jimmy. Oh, schau mal das hier. Das was? Blaue. Das gehört ab heute Mummis Haus. Du kannst da nicht einziehen. Quatsch, aber das habe ich mir vorhin gekauft. Schau. Wirklich? Oh, wie cool, Leute. Es hat geklappt. Mhm. Er zieht einfach hier ein. Aber wo soll denn jetzt Lumi hinziehen? Wollt ihr reinkommen oder wollt ihr draußen bleiben? Nein, ich will draußen bleiben. Lach nicht so. Kannst du uns wieder rückgängig machen, bitte? Und, du bist... was ist denn lustig? Ja, was... Was ist denn lustig? Jimmy, er hat mich angeguckt. Mach was. Was? Ich kann doch jetzt nicht einfach irgendwas machen. Jimmy, mach was. Nein, das sind meine besten Freunde. Ich werde jetzt nicht einfach was machen. Außerdem hat er gar nichts gemacht. Was ist denn los, Jimmy, hier? Warum schreit ihr denn so? Ich glaube, wir haben unseren ersten Streit, so wie es aussieht. Aber du musst dich von ihr fernhalten. Sie kann nämlich ich darf's nicht sagen, Leute. Was kann sie? Komm schon, sag's mir, Jimmy. Sie hat so eine Fähigkeit und kann online alles... Jimmy! Weißt schon. Was denn? Du hast es mir versprochen. Und wenn du dein Schwur sprichst, dann werde ich richtig sauer. Sauer? Das werden wir ja sehen. Leute, sie ist eine Hackerin. Lasst mich rein. Ich will nichts mehr von ihr wissen. Ich mach Feierabend mit dir. Und jetzt lass mich... sie kommt hier rein. Leute, wir müssen irgendwas machen. Sie dreht völlig durch. Was passiert hier mit meinem Kanal? Ich glaube, sie versucht, meinen Kanal zu hacken. Nein, das darf sie nicht schaffen, Leute. Ihr müsst jetzt alle liken und abonnieren, damit wir gegen sie ankämpfen könnten. Sie ist richtig stark, Leute. Was sollen wir denn jetzt machen? Odi, sie will meinen Kanal... Ich like auch schon ganz tolle. Aber sie will meinen Kanal lecken. Odi, mach was. Jimmy, die müssen liken. Kommt schon, Leute, ihr müsst liken. Nein, ihr habt's gehört, Leute. Und ich würde sagen, ihr könnt jetzt auch gerne andere Videos anschauen. Ich hoffe, sie hat die Videos noch nicht gehackt. Bis bald, Leute. Und checkt doch gerne meine Freunde ab. Tschüss.